Dein Favorit ist weiter England. Siehst du? Siehst du? Ich sag doch England, ne? Und erinnert euch an meine Worte. Gut, es hat zwar nicht ganz hingehauen. Ich habe gesagt, Frankreich fliegt in der Vorrunde raus. Okay, gut, sie sind jetzt in dem Achtelfinale rausgeflogen. Das war nicht ganz richtig, aber viele haben ja Frankreich schon als Europameister gesehen. Jawohl. So ist das. Okay, ich gehe mal schnell ein Brot holen, nicht? Ich gehe mal schnell ein Brot, ein paar Brötchen holen. Will noch jemand was vom Bäcker, ja? Ich sehe immer noch Belgien. Ah. Wobei die gegen Portugal echt schlecht waren. Die waren gegen Portugal echt schlecht. Die waren nicht gut gegen Portugal. Aber vielleicht reicht es ja trotzdem, ne? Weiß man ja nicht. Muss ja nicht, ne? Ich fände es cool, wenn irgendein Underdog gewinnt. Ich würde es feiern, wenn es irgendein Underdog wird. Hatte ich nicht vorhin irgendwo eine Werkbank hier? Das ist doch scheiße. Okay, wir gucken mal hinten, ob wir irgendwo eine haben hier. Das ist doch blöd. Ich habe die hier extra mitgenommen und dann... Pisse. Für die Schweiz, Italien ist halt schon gut, ne? Italien ist halt schon gut, muss man sagen. Die sind schon nicht schlecht. Die sind schon nicht schlecht. So, der eine schmeißen wir weg. Und da haben wir lecker Brot. Ich würde es Dänemark schon gönnen. Ja. Ja. Dänemark oder auch die Schweiz. Ich würde es auch der Schweiz gönnen. Ich würde es auch der Schweiz gönnen, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich die Tür zugemauert, ne? Scheiße. So. Käsepups, Dankeschön für 15 Monate und Nico alias Geschossspitze, Dankeschön Nikox oder Nico XXX 1893, Dankeschön für 3 Monate, vielen Dank. Ist egal, wie man es liest, ne? Nikox oder Nico XXX. Auf beide Art und Weisen wirkt es schlüpfrig, hör mal. Es wirkt auf beide Art und Weise schlüpfrig. So, ich glaube, hier oben machen wir dann gleich die Holz. Holz. Ja, doch, Holz. Holz machen wir dahin. Dankeschön für deine 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Wie war das mit Pimmel? Pimmel. Zeig mir mal bitte deinen Pimmel. Pommes, du bist nicht gemeint gewesen. Also pack den Ranken wieder ein, bitte. Oh, es ist wirklich sehr klein, ne? Es ist halt wirklich sehr winzig, aber... Naja, der soll sich ja auch nicht wohlfühlen, ne? Der soll ja hier arbeiten. Der soll ja hier arbeiten, ne? Das passt schon. Das passt schon. Also Pommes eine Hose hätte... Ach, das ist Student, ne? Die haben ja auch keine Hose an. Stimmt, stimmt. Schade. Fein, fein. Bowmus, was spielst du noch für Switch im Moment? Geh dich nichts an, sagt er jetzt gleich, pass auf. Der ist so eiskalt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt... Wie haben wir das denn hier gemacht? Warte mal. Wie kann man nochmal hier hoch? Ach ja, hier war eine Leiter, richtig. Hier war eine Leiter. Ah ja, so haben wir das gemacht. Okay, lass mich mal kurz gucken, ob wir das da auch einigermaßen hinbekommen. Animal Crossing ab und zu und habe angefangen, Speedruns für Mario Odyssey zu lernen. Oh, okay, okay, okay. Das ist nice. Mario Odyssey, hätte ich auch mal wieder Bock, ne? Aber haben wir ja damals durchgespielt, ist ja... Also heißt durchgespielt, wir haben es natürlich nicht gehundertprozentet, ne? Aber, ja. Wir haben... Ach, hier innen drin haben wir das gemacht, okay. Was spielst du auf der Switch im Moment, Hobson? Nichts. Tatsächlich. Nichts. Also ich wollte Mario, dieses Mario Online hier mal ausprobieren. Aber... Ja. Ich wollte schon Ewigkeiten mal wieder Animal Crossing anhauen. Aber habe ich bis jetzt auch nicht gemacht. Ja. Ich müsste mal wieder, ne? So.
weiß nicht, ob das so richtig ist, was ich hier gerade mache. Ich kann mich halt leider überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie wir das da oben gebaut hatten. Aber ich glaube, irgendwie so war das gewesen. Und dann einfach hier. Ja, wow, wow. Ja, wow, 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 wow. Heute mal die Monster Hunter Stories 2 Demo getestet. Ich habe damals, ich weiß noch genau, ich habe mir für die Xbox damals das neue Monster Hunter geholt. Und ich hatte richtig Bock gehabt, ne? Ich hatte so richtig so, oh, das sieht so geil aus, Monster Hunter. Ich bin runtergefallen. Toll. Ne, habe ich richtig Bock drauf gehabt, das sah cool aus und so. Dann habe ich das gespielt und dann hatte ich da irgendwie überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Weil das nicht irgendwie so Open-World-mäßig war oder so war, dass du wirklich eine offene Welt hattest, sondern das war dann irgendwie so ganz komisch, dass du in irgendwelche dass die Level, also dass die Kämpfe so reingeladen wurden, so irgendwie ganz komisch. Monster Hunter, ich glaube Monster Hunter World hieß das tatsächlich auch, ja. Aber irgendwie fand ich das nicht cool. Es hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht, keine Ahnung. Ich glaube, du spielst auch Pokémon auf der Switch. Hä? Das sind wieder für Scheißgerüchte. Kann ich mich nicht daran erinnern. Stories hat sowieso ein anderes Konzept. Okay, 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 okay. Was haben wir hier vom Boden genommen? Dark Oak. Kriegt er nicht. Rushed Horizon, danke schon für deine 2 Euro. Danke für den entspannten Stream. Gerne doch, gerne doch, gerne doch. Ich hab zu danken. Das hier Leute sind, die zugucken. Der kriegt Fichtenholz in seinen Kabuff. Sieht ja aus wie ein öffentliches Scheißhaus hier irgendwie, ne? Aber wie gesagt, da kommt ein Bett rein und so, dann passt das schon. Mehr braucht er hier auch nicht. Der soll sich ja nicht wohlfühlen. Wie gesagt, der soll hier arbeiten. Krieg ich vielleicht noch ein Fensterchen rein hier? Was machen wir hier? 2 Doppelfenster? Ja, 2 Doppelfenster. Hier eins und da eins. Das passt. Ich glaube, Glas habe ich in der Burg gelassen, weil ich schlau bin. Verdammte Kacke. So. Ach, das ist das dann. Okay, pass auf, dann kriegt er ein großes in die Mitte. Ein Dreier. Dann kriegt er ein Dreierfenster in die Mitte. So. Passt auch. Ja, das Dach müssen wir halt nochmal. Das sieht gerade sehr komisch aus. Ne? Nicht wundern, das wird noch richtig gemacht. So, und 2 Türen braucht er halt auch noch. Haben wir noch ein bisschen Holz? Was haben wir hier für Türen genommen? Wie macht man die nochmal? Sind das Fichtentüren? Ich habe keine Ahnung. Hier mal Fichtenholz. Sind das diese hier? Ja. Passt. Das passt. Super. Okay, wir brauchen Treppen. Sprusters. Ich glaube, wir haben aber nicht mehr viel Fichtenholz, ne? Lass uns mal gucken gehen, ob wir da noch ein bisschen was über haben, ne? Ob wir da noch ein bisschen was haben oder nicht. Nein! Ach, das ist doch wirklich zum Kotzen. Jetzt habe ich das kaputt gemacht, ne? Ach, ist doch wirklich zum Kotzen. Jetzt habe ich den Dings kaputt gemacht. Den Aufzug. Ach, es ist doch wirklich zum Kotzen. The Real Erich Zahn, Dankeschön für 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das ist doch scheiße, Mann. Warum bin ich nochmal hier? Ach, wegen Treppen, richtig. Die Tür packe ich gerade mal. Oh, wir hätten noch 6 Stück gehabt hier jetzt. Naja, egal, scheiß drauf. Wir haben es doch, hey.
Fichtenholz drin. Ah, wir haben genug. Das ist genug, das ist genug. Wir müssen aber auf jeden Fall wieder ein paar Fichtenhölzer holen gehen. Können wir den Füchsen wieder ein bisschen auf den Kopf rumtrampeln. Hatten wir irgendwo... Jo, haben wir da. die Weile 88, überaus attraktiver Mann. Hey, na? Wie geht es dem Gemüt heute? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und selbst? Ich hoffe doch sehr gut. Hör mal. Treppen haben wir dabei, ne? Ja, ja, passt. Ja, jetzt muss ich da immer hoch... Ich meine, es geht ja, ne? Man muss halt hochschwimmen. Wir gehen nochmal schnell pennen. Ich sollte nichts in die Hand nehmen, wo ich Türen öffnen muss, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo geht's hier rein, da? So. Okay. Komm, ich lasse das Bett hier stehen. Wollte ich ja vorhin eigentlich schon machen. Oh, Starkregen. Das ist ja nice. Hatten wir heute auch gehabt. War richtig lit. Also nee, eigentlich gar nicht. Es ist ziemlich kalt draußen jetzt. Aber geil, angenehm. Mega angenehm. Würde ich am liebsten meinen Schwengel einfach mal schön aus dem Fenster halten. So angenehm kühl ist das da draußen. Ich glaube schmackhafte 13 oder 14 Grad heute Nacht. Das ist toll. Ja, das ist schön. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie haben wir das hier gemacht? Wir sind immer... Wir sind auf jeden Fall eins weggegangen vom... Was machen Sachen? Schwitzt du ihn nicht mehr unter der Brust? Ne. Was sollen die Nachbarn von mir denken? Ja, komm, die Nachbarn sollen doch auch mal ihren Schwengel aus dem Fenster halten. Bei Corbisum, es passt schon. Liebe Nachbarn vom Corbisum, haut mal euren Schwengel aus dem Fenster raus, bitte. Huch. So. Wie haben wir das? Bin ich? Sind wir hier auf einer Linie geblieben? Nein, sind wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einen Block hier hinsetzen. So. Dann. So. Okay. Wir brauchen gleich mehrere Blöcke, ne? Wir haben auch noch Erde, das ist sehr gut. So. So. Dann können wir eigentlich gleich schon von unten den anderen dran setzen. Dann haben wir das sofort schon gemacht, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie kann man nur so verdammt schlau sein? Das ist schon krass, ne? Krass, krass, krass. Einfach so krass gut durchdacht, dieses Let's Play. Ich bin immer wieder begeistert. Heftig. So, warte, warte. Wo ist die Mitte? Das ist diese hier, ne? Das passt so. Ach Gott, aua. So. Okay, und dann hier wieder nach unten, ne? Könnt ihr das auch ohne Erdblock machen? Stimmt, du hast recht. Weil wir die immer von unten dran setzen, wieder neu, ne? Es ist so gut durchdacht hier in diesem Let's Play. Wow. Oh Gott. Scheiße. Ja, gut, mein Gott. Ich meine... Ach, mal, was mache ich denn jetzt hier? Toll, jetzt habe ich es voll verkackt. Sauber. So. Das ist aber immer noch falsch, ne? Ist doch bescheuert. Ist da jetzt... Da ist doch immer noch ein Fehler drin, oder? Ich glaube, jetzt passt. Jetzt komme ich aber von unten nicht mehr ran. Das ist natürlich blöd jetzt. Warte mal, ich setze hier mal gerade. Ich setze hier nochmal einen Erdblock hin. Ist ja kein Hexenwerk, ne? Ist ja nicht wie bei armen Leute hier. Das passt schon. So.
Ich mach da doch mit dem Erdblock. Lieber ist mir das. So, warte. So. So, wir machen das. Wir machen das so. 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 Wunderbar. Ja, und hier müssen wir mal gucken, da ist halt dann ein Loch, ne? Das ist natürlich blöd. Wie sieht das jetzt eigentlich von vorne aus? Sieht das so aus wie das Haus da? Es sieht natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöder aus. Wobei, nee, das geht, ne? Das geht halt voll klar eigentlich. Das sieht... Wat? Lieber Erik, lieber Gronkh, Dankeschön für deinen Resub. Vielen Dank. Und ja, gut, Glatze. Naja, kannst du mir die Geheimratsecken küssen? Das haut wohl hin. Die sind mittlerweile ziemlich übel geworden hier, ne? Siehst du das? Guck mal, ich werde auch alt. Heftig, oder? Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst, ne? Das ist echt, ja. Nein, Erik, wir müssen mal wieder was aufnehmen irgendwann, ne? Aber ich glaube, vor der Gamescom wird das nichts mehr. Ich glaube, euer Gewitter kommt jetzt bei mir an. Ich höre schon donnern durchs Headset. Nee, das müsste eigentlich schon längst durchgezogen sein. Du hast keine Geheimratsecken, da wächst langsam das Batman-Zeichen raus. Chat, willst du mal meine Batman-Höhle sehen? Ah, fuck. Oder meinen Batarang? So. Widerlich. Okay. So. 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 Warum haben wir das auf der anderen Seite nicht gemacht? Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns drüben auch mit Erde abgequält haben, ne? Oder das ist zu viel hier. Ne, das ist zu viel. So, das gleiche hier drüben nochmal. So. 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 Okay. Ja, was haben wir denn da drüben in die Mitte eigentlich gemacht? Ein Block. Einen Block und darauf haben wir dann einen Dings gemacht, ne? Einen Schlepp. Aber wir haben keinen Schlepp hier, ne? Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht, ne? Haben wir nicht, nicht, ne? Ne, 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 ne. Okay. Da ging es auch ohne Einserlücke. Ja, haben wir das drüben nicht auch rum? Warte mal. Ich dachte, wir hätten hier drüben. Oh, nee, das ging tatsächlich auf, ne? Hier hinten auch? Nee, hier haben wir den Block dazwischen gemacht. Richtig, weil das Haus nicht die gleiche Länge hatte und also nicht gleich lang wie breit war. Ah. Das war nämlich das Problem gewesen. Richtig, richtig. Naja, egal. Das passt schon. Scheiß drauf. Das ist okay. Wir können ja hier einen Block machen und machen einen Schlepp oben drauf. Das ist okay. Das passt schon. Wenn du auf die umgedrehten Treppen den ganzen Block Bretter setzt, wird das Dach spitzer. So als Tipp, wenn du willst. Okay. Jetzt müsste ich aber bei den anderen Dächern dann auch noch machen, ne? Das müsste ich bei den anderen Dächern dann auch noch machen. Das ist aber blöd. Das ist blöd. Ist die Musik schon wieder leer? Was ist da denn los? So. So. Aber gut zu wissen auf jeden Fall. Dankeschön, Torin. Vielen, vielen Dank. So. Bups.
Wäre schön, wenn es Tobi-Merch im Shop gäbe, dann müsste ich allerdings schon wieder kaufen. Hab heute wieder eine Lieferung von euch bekommen, wieder alles top. Also ich habe bis jetzt auch nur Gutes aus dem Gronkh-Shop gehört, ne? Qualitätsmäßig. Ich habe noch nie irgendwie, normalerweise, wenn du jemanden hast, der unzufrieden ist, der ist ja sofort auf Twitter dabei, ne? Der wäre ja sofort, wäre der, und so was, ne? Aber noch nie. Ich habe noch nie jemanden gehört, der unzufrieden war, tatsächlich. Bis jetzt noch nicht ein einziges Mal. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Und irgendwann gibt es da bestimmt mal was. Bestimmt. Der Hoodie ist so super. Ich habe noch nie so einen geilen, was, so einen geilen Pulli gehabt von der Qualität. Der, das ist ja auch allgemein dein erster Pullover, Pommes. Pommes, das ist das erste Kleidungsstück, was du besitzt. Der lebt jetzt diesen Menschen-Lifestyle. Endlich Klamotten. Viel Student Man. Naja, komm, aber die Kartoffelsäcke sahen auch immer ganz nice aus, die du bei Rewe abends geschnorrt hast, oder? Das war doch okay. Das ging doch schon klar, Pommes. Also, ne, jetzt sei mal nicht so, ne? Die Kartoffelsäcke haben auch Gefühle. Gerade die blauen Müllsäcke waren im Sommer hübsch. Ja, siehst du. Wer braucht schon Prada, Alter? So, es wird dunkel. Ich gehe mal schlafen gerade. Ich sehe nämlich nichts mehr. Upp. den Marmeladen unbedingt. Ja, ja, den Whisper habe ich noch im Schirm. Alles gut. Den Whisper habe ich noch im Schirm. Ich musste bei Twitch nur erstmal gucken, wo ich Whisper überhaupt finde. Habe ich nämlich keine Ahnung von gehabt. Aber das passt schon. Ist noch alles auf dem Schirm, ja. Was? Ich nehme nur die gelben Säcke, da sind noch Logos drauf. Ach, guck mal. Siehst du mal, der Fox, ne? Der feine Herr. Eieiei. ist das jetzt... Ich sehe durch die Sonne und irgendwie ist das dunkel. Das nervt. Ist das jetzt richtig hier? Ja, ist wie hier, ne? Das passt. Genau, das kreuzt sich hier in der Ecke. Das ist wunderbar. Und da kommen auch wieder wunderschön... Ja, ja, Latenja Droge, gell? Sieht aus wie Ohrringe. So. Und wir brauchen jetzt... Ach, jetzt kommt wieder das Beste an der ganzen Dachgeschichte. Wir brauchen Weizenblöcke. Was ich bei der Gelegenheit aber nochmal gucken wollte. Oh, der ist falsch gesetzt. Wir brauchen Laternen. Sind hier noch welche drinnen? Nee, ne? Was ich bei der Gelegenheit aber mal gucken wollte, ne? Pommes, mein Freund. Wenn der jetzt wieder nicht seine Geschenke hier aus dem Briefkasten geholt hat, ne? Da gibt's diesmal ein Timeout. Pommes, du brauchst dich jetzt gar nicht in irgendeine Konversation verstricken im Chat, ne? So tun, so, oh, ach, und wie geht's dir? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Brauchst du jetzt gar nicht ankommen mit. Das ist enttäuschend. Es ist enttäuschend. Du bist auch so einer, ne? Ich komm hier, ich schenke dir die Xbox. Ich will aber lieber eine PS5 haben. Belastend ist das. Weißt du? Einmal gut. Da will man einmal Karma in diesem Spiel sammeln, ne? Haben wir hier noch irgendwo Weizen gehabt? Oh ja, guck mal. Wir brauchen nämlich jetzt, wir brauchen Weizen. Haben wir noch irgendwo Weizen? Jetzt bräuchten wir Trin, ne?
Die wüsste jetzt sofort, ob hier noch irgendwo Weizenblöcke waren. Ich glaube aber, wir hatten keine mehr. Nee, ich glaube, wir hatten keine mehr. Ich glaube, wir... Ach, wir haben ja nicht mal mehr eine Werkbank hier. Enttäuschend. Enttäuschend. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Folgender Hans-Georg Maaßen. Wir gehen erstmal Blöcke machen. So. 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 Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Oh, das war immer sehr weizenfresserisch. Fresserisch. Okay, wir können ja erstmal gucken, wie... Oh Gott, wie haben wir das hier nochmal gemacht? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Okay, wir haben hier, glaube ich, angefangen immer zu setzen, ne? Das ist eine Schicht gewesen. Ja, richtig, korrekt, korrekt. Und dann immer sind wir immer einen weiter in die Mitte irgendwie gegangen. Ach Gott, ey, das ist doch wirklich... Ach, warum? Das ist schon mal falsch. Wir haben die von oben gesetzt. Ja, ja. Wir haben die von oben gesetzt. Also so, ne? Jo. Oh Gott im Himmel. Himmel, Herrgott, noch einmal. Jetzt haben wir die hier dran gesetzt. Das ist doch nicht cool. Was ist das? Ist da drüben? Ah, nee, warte mal. Nee, hör mal auf. Ist da drüben noch eine Schicht drunter gewesen? Nein. Wie haben wir denn das gesetzt? Ach, wir haben da Erde drunter gemacht, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, ja, ja. Wir haben da, glaube ich, immer Erde drunter und dann den Stoff. Dann den Dings hier drauf gesetzt. Ich glaube, so haben wir das irgendwie gemacht. Oh. Was? Gottchen, Gottchen, Gottchen. Das wird ja lustig. So, so, so. Uff. Uff, uff. Der 123-Kommentator, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Und Black Dream RX, Dankeschön auch an dich für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Und Sprudelatom, Dankeschön für deine 5 Euro. Bist ein dufte Type. Und schon mal auch im Voraus, vielen Dank. Ja, klar, gerne doch. Dankeschön für deine lobenden Worte und gerne doch. Gerne doch. Okay. So. Irgendwie sowas, glaube ich, ne? Und dann meine ich, sind wir immer... Ich meine, wir haben dann hier ein Apple... Oh Gott. Wir haben, glaube ich, hier immer einen hingesetzt und dann hier. Richtig. Und hier. Wir müssen halt die ganze Erde dann wegmachen später, ne? Das ist klar. Kann das so richtig sein? Ist das so richtig? Ich habe keine Ahnung. Was sind das hier für Dinger gewesen? Ist das nur mal hübsch? Ne, das soll halt so ein Strohdach simulieren, Bogus. Das ist eigentlich so Wikinger-mäßig. Aber irgendwie wirkt das gerade falsch. Sprucewood, warte mal. Sprucewood. Wir brauchen Sprucewood. Falltüren. Jawohl. Sprucewood-Falltüren. Ja, es geht aber, ne? Wenn du von weiter weg so guckst. Das wirkt halt einfach mehr, weil es halt größer ist, ne? Das ist halt relativ klein. Das ist ja die Mini-Variante. Aber das müsste ich noch. Wir brauchen Sprucewood-Doors und wir brauchen Sprucewood-Slabs. Merkt ihr das mal? Ne? Uha.